Heute ist mal wieder ein Tag. Bin energiegeladen ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es irgendwas damit zu tun hat, dass ich letzte Nacht neben dem Friedhof geschlafen habe. Keine Ahnung. Oder ob es damit was zu tun hat, dass ich beim Frühstück dann nonstop Radio hören durfte. Ich habe mich jetzt schön monatelang vom Mainstream ferngehalten und dann auf einmal wieder so eine Bombe. 10 Minuten Nachrichten. Ebola, Ebola, Ebola. Ja, naja, dass ja angeblich Sinn und Zweck auf dieser Welt ist, Gegenkraft aufzubauen, um was wachsen zu lassen, bin ich, naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, ne? Aber ist die Nachrichtenerstattung so, wie sie gemacht wird, vielleicht gar nicht mal so blöd, dass wir selbst anfangen nachzudenken und zu recherchieren, wenn man es mal so ausdrücken kann. Da ich höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit habe als viele von euch, möchte ich euch meine Recherche mal nicht vorenthalten diesbezüglich. Ich habe da einen schönen Thread vom Herbert gefunden. Ne, zwar germanisches neue Medizinforum, aber erstmal wurscht. Ne, ich meine, wie man das jetzt nennt, diese Sonderprogramme der Natur, ist erstmal egal. Aber ja, ich möchte euch mal kurz vorlesen. Ne? Ebola grassiert gerade in Guinea. Hunderte Tote. Die Symptome sind Grippe, Fieber und Blutungen aus allen Körperöffnungen. Die Todesrate liegt bei über 50%. Laut Schulmedizin ist ein Virus schuld. Ich vermute aber eine ganz andere Ursache: Harmers Blutungs- und Verletzungskonflikt. Dieser Konflikt aktiviert sich, wenn man verletzt wird oder blutet. Die Blutgerinnung ist gestört, solange der Konflikt aktiv ist, und das Blut wird schlagartig so dünn, dass die offene Wunde stark blutet. Welchen biologischen Sinn hat das Ganze? Es erhöht die Überlebenschance für das verletzte Individuum. Jeder Biss oder Verletzung bringt Schmutz oder Fremdeiweiß von den Zähnen des Räubers ins Gewebe des Verletzten und führt häufig zu Wundbrand oder Wundfieber, was oft zum Tod führt. Das durch den Konflikt verdünnte Blut schwemmt die Schmutzstoffe aus der Wunde und es kommt weit weniger häufig zum Wundbrand. Die Natur meint also, es sei gefährlicher, am Wundfieber zu erkranken, als an Verblutung zu sterben. Und ich denke, da liegt sie richtig. Eine richtig große, klaffende, blutende Wunde überlebt man ohnehin in freier Natur meist nicht. Kleinere Wunden, Verletzungen und Bisse sind viel häufiger anzutreffen, als wenn ein Hai oder Krokodil einem das Bein abbeißt, wo dann ohnehin nichts mehr zu machen ist. Der Mensch spielt aufgrund seines Intellekts eine Sonderrolle auf diesem Planeten. Wo ein biologisches Sonderprogramm im Tierreich seinen Nutzen hat, da versagt es beim Menschen oder verkehrt seinen ursprünglichen Nutzen in Schaden. Warum ist das so? Es ist so, weil der Mensch andauernd gedanklich assoziiert, was ein Tier nicht kann. Ein Mensch glaubt, verhungern zu müssen, weil er entlassen wurde, obwohl er neben einem Supermarkt voller Lebensmittel wohnt. Er glaubt, sterben zu müssen, weil der Doktor ihm etwas von Überlebensrate gesagt hat, obwohl real gesehen keine Lebensgefahr droht. Weder wird er von einem Bär noch von einem Wolfsrudel bedroht und hat trotzdem wochenlange Todesangst und stirbt dann vielleicht am Lungenkrebs. Ein Tier aktiviert den Pluto-Konflikt nur dann, wenn es selbst verletzt ist. Wenn es einen blutenden oder verletzten Artgenossen sieht, aktiviert sich das Programm beim Tier nicht. Da der Mensch assoziiert, sich also Dinge einreden lassen kann, ohne selbst oder selbst einredet, die real nicht vorhanden sind, aktiviert sich das Bluto-Sonderprogramm beim Menschen auch dann, wenn er nicht er selber, sondern ein Mitmensch blutet oder verletzt ist. Der Mensch aktiviert das Sonderprogramm auch dann, wenn er noch gar nicht verletzt ist, sondern nur Angst vor einer kommenden Verletzung, zum Beispiel vor einer Blutabnahme durch den Arzt hat. Für viele, die einen anderen Menschen stark bluten sehen, noch dazu aus Augen und Mund und Ohren, ist das ein regelrechter Schock. So auch bei der sogenannten Krankheit Ebola. Wer immer von diesem Extremschock befallen wird und diesen Blutkonflikt einige Tage nicht lösen kann, bekommt bald darauf selbst Ebola. Das heißt, sein extrem dünnflüssiges Blut wird seine nicht mehr vorhandene Blutgerinnung bewirken, dass er in wenigen Tagen an inneren Blutungen und Organversagen stirbt. Die Symptome sind dieselben wie bei der Ratte, die nach 3 Tagen am gefressenen Rattengift verendet, das heißt innerlich verblutet. Das ist das ganze Geheimnis von Ebola. Ebola ist zweifellos hoch ansteckend, aber mit einem Virus in Anführungszeichen hat die Krankheit nichts zu tun. Die Ansteckung erfolgt geistig über das Gehirn bzw. optisch über die Augen.
wer da jetzt als kompletter Quereinsteiger reingekommen ist, da greift sich natürlich erstmal voll an den Kopf und sagt, hä? So ein Blödsinn, nur also ein Nonsens, wie kommt denn der da drauf? Ja, gut, okay. Also, dafür müsst ihr euch jetzt aber mal ein paar mehr Stunden Zeit lassen, ne, zur eigenen Recherche. Die Hausaufgaben kann ich euch wirklich nicht abnehmen, das müsst ihr alles selber machen. Ein, zwei Tage euch Zeit nehmen, um die folgenden Dokus anzugucken und euch dann mal so auf ungefähr ein Jahr, zwei vielleicht einstellen, um das dann mal in eurer Realität, in eurer Umgebung so zu beobachten, euren Fokus drauf zu richten, ne? Kann einhergehen mit ein paar Kopfschmerzen, dass ich dann ein paar Synapsen im Kopf neu verbinden. Muss nicht bei allen sein, bei mir war es jedenfalls so gewesen. Aber war nichts Schlimmes, ist auch wieder vorbei. Ja. Und da geht's nämlich los mit dem, kennt ihr bestimmt schon, ne? Vom David. Die Doku, die fünf biologischen Naturgesetze. Ist mittlerweile eigentlich schon fast ein Klassiker. Ne? Die geht über 4 Stunden, die Doku. Also da müsst ihr euch wirklich Zeit nehmen. Ich habe sie in Abschnitten angeguckt, über 2 Tage verteilt, weil so viel Infos, wenn sie neu kommen, müssen dann erstmal verknüpft werden im Kopf. Ja, das ist die erste Doku, die ich euch ans Herz legen möchte, um da etwas so durchzublicken, wie ich da momentan durchblicke, in Anführungszeichen. So, die zweite Doku, die ich euch ins Herz legen möchte, ist diese hier, die Masernlüge. Ja, ich meine, Ebola wird ja auch gesagt, das ist ein Virus. Aber wie ihr dann schon bei der Togo von den 5 biologischen Naturgesetzen mitbekommen werdet, ist es allgemein mit den Viren so eine Sache, ob man die denn richtig direkt isolieren kann und nachweisen kann. Ne? Da hat irgendwie Deutschland vom Robert-Koch-Institut, das sind die genauesten Kriterien dafür weltweit haben, ne? Wie man so ein Virus richtig isoliert und dann richtig beweist, ob es eins ist oder nicht. Und ja, und das ist jetzt vor Gericht gegangen. Ne? Der Herr Lanker hat nämlich ein Kopfgeld sozusagen ausgesetzt für denjenigen, der beweisen kann, dass es Masernvirus gibt. Und ein junger Arzt, der lustigerweise auch David heißt, David Bartens, glaube ich, hat sich dann gedacht, die 100.000 Euro hole ich mir. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was vor Gericht schon rausgekommen ist. Das ist dann die nächste Doku. Also hier seht ihr mal 10 Minuten. Könnt ihr dem Herrn Lanker ins Gesicht schauen. Könnt ihr dem Herrn Lanker auf die Stimme hören, wie sicher er sich bei seinen Aussagen ist und so weiter. Und genau dasselbe würde ich euch dann auch mal hier empfehlen. Ne? Da wird nämlich der David Bartens, dieser junge Arzt, interviewt von einem Radiosender. Und da könnt ihr auch mal so ein bisschen auf die Stimme hören und mal ein bisschen drauf hören, ob er sich sicher ist und wie er sich sicher ist. Ja, aber will ich euch nichts vorwegnehmen. Vielleicht habt ihr einen ganz anderen Fokus als ich. Alles mal selbst nachprüfen. Ja, dann noch eine Kleinigkeit, was mittlerweile auch kein Geheimnis mehr ist. Ne? Dieses Patent da, das ist nämlich ein, ich glaube, amerikanisches Patent, ne? Was sonst? Auf Ebola. Mhm. Gibt es angeblich auch von AIDS so eine Patentanmeldung, fragt man sich auch warum. Na gut, wenn man dann Impfstoffe herstellen kann, ist das natürlich so eine Sache. Stichwort Impfstoffe. Natürlich gibt es da einen Haufen große Industrien, ne, und die ganzen Mitarbeiter kann man ja schon nicht alle verarschen. Ne, die machen ja schon irgendwie was nach irgendwelchen Regeln, was dann funktioniert. Und wen das mal interessiert, wie das funktioniert, der soll sich die Doku mal angucken. H5N1 antwortet nicht. Ja, trotz alledem, das ist ein ziemlich schmaler Grat, auf dem wir da alle wandeln. Ne? Ja, da muss man dann nämlich aufpassen, dass schließlich hat sich alles Leben aus Nächstenliebe aufgegeben. Ja, weil jemanden zu verklickern, bei dem gerade so ein Programm läuft, der vorher noch nie was gehört hat, ist vielleicht schon fast schlimmer, als da die Symptombekämpfung anzustellen. Ja, ich meine, da jemanden voll ins Gesicht zu sagen, ey, du hast im Kopf da ein Problem, kann manchmal noch viel mehr Konflikte auslösen, als dann eigentlich da sind. Ja, also da gilt es jetzt wirklich mal richtig mit Fingerspitzengefühl ranzugehen, um den Patienten dann so schonend wie möglich zu verklickern, dass sie ja selbst dahinter kommen müssen, was mit ihnen los ist. Und das von niemandem gesagt bekommen. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung demnächst für unsere Ärzte sein. Ne, praktisch dieses Sonderprogrammwissen
moralisch vertretbar seinen Patienten zu vermitteln. Das ist ja alles schön und gut, aber das nützt irgendwie alles nichts, wenn man sich selbst nicht mit dem Ur verbunden hat. Es gibt natürlich die Esoterik-Szene, ne, da kann man als Laie komplett schön einsteigen und kann sich dort in ganz einfachen Worten alles Mögliche erklären lassen, ob man es glaubt oder nicht, sei dahingestellt, aber zumindest die Links, die dadurch manchmal entstehen, können durchaus interessant sein. Ne? Und da geht es dann nämlich in unsere ganz normale Wissenschaftswelt, wo gar nichts mit Esoterik und so mit dabei ist. Und das ist eines der Büchlein, die mir sehr gefallen haben. Da geht es darum, wie unsere Zellen miteinander kommunizieren, dass sie intelligent sind und so weiter und so fort. Bringt euch vielleicht auch etwas näher zum Ur. Wer noch ein bisschen wissenschaftlicher sein will, der kann dann mal nach Quantenverschränkung googeln und sich da ein bisschen was durchlesen, ne, wie auch Lichtteilchen alle miteinander irgendwie verbunden sind. Auch die Mandelbrotmenge ist ein ziemlich interessantes Phänomen, um zu seinem biologischen Ur zu finden. Stichwort Apfelbrotmännchen und Fraktale. Macht auch ziemlich viel Spaß, sich solche Videos anzugucken, muss ich sagen. Und wer dann eher in Richtung Natur gehen will, der kann sich mal angucken, dass auch Pflanzen richtig intelligent sein können. Gehört meiner Meinung nach genauso mit dazu. Glauben zu haben ist ja schön und gut, ist auch wichtig dabei, aber halt das richtige Verhältnis muss halt passen. Ne? Wer nur an höhere Mächte glaubt und denkt, man selbst ist ein kleines Nichts, was dem nur zu dienen hat, ja, dem versperrt sich dann so einiges. Genau die andere Seite, das Gegenteil, wenn man von sich selbst denkt, da man ist der Übergott und hat alles unter seiner Kontrolle und es ist nur sein Film, der hier läuft, der wird höchstwahrscheinlich früher oder später genauso gegen die Wand fahren. Ja, dieses Zwischenverhältnis, dass man in ein größeres, intelligentes Daseinwesen eben eingebettet ist, aber gleichzeitig als kleines Extra-Individuum diese ganzen Fähigkeiten eigentlich im Kleinen hat. Kann man das so sagen? Was meint ihr dazu?